Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, weil ich endlich Zeit gefunden habe, ein Video zu einem Thema zu machen, nach dem ihr wirklich oft gefragt habt. Der mündliche Ausdruck. Wie kann ich besser sprechen? Wie kann ich mich auf eine mündliche Prüfung vorbereiten, B2, C1, vielleicht sogar C2? Welche Wörter muss ich auswendig lernen, damit ich gut sprechen kann? Diese und ähnliche und noch viel mehr Fragen haben mich in den letzten Monaten erreicht. Und natürlich ist die einfachste Antwort, die ich geben könnte, naja, in unseren Garantiekursen könnt ihr gerne sprechen auch üben. Nur, ich möchte gerne auch Tipps denen geben, die nicht unbedingt vorhaben, unsere Garantiekurse zu buchen. Ich erzähle über einen Kurs von uns ganz kurz und danach gebe ich dir Tipps, wie du ohne Lehrer und ohne Kurse zu kaufen sprechen üben kannst, okay? Also, wir haben etwas gemacht, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben einen Teil aus unseren Garantiekursen herausgenommen und wir bieten ihn separat an. Dieser Teil ist einer der wertvollsten meiner Meinung nach. Es geht um die Konversationen. Konversationen nennen wir die Übungen für mündlichen Ausdruck, fürs Sprechen. Die gibt es auf Niveau B2 und auf Niveau C1. Und das Ganze läuft in kleinen Gruppen von maximal 4 Personen plus Lehrer. Es wird über ein bestimmtes Thema diskutiert. Die Teilnehmer bekommen 3 Tage vorher Vorbereitungsmaterial, lesen etwas durch, schauen ein Video an, hören einen Podcast zum Beispiel. Dann kommen sie zum Termin und es wird diskutiert. Das heißt, es läuft nicht so, dass der Lehrer irgendwas erklärt. Der Lehrer moderiert, korrigiert, gibt Tipps, wie man etwas besser formulieren kann. Und am Ende der Stunde gibt es Feedback. Stunde sind 60 Minuten, nicht 45, wie oft die akademische Stunde, sondern wirklich 60 Minuten. Und jede Stunde ist eine Einheit für sich. Also es ist kein Teil von einem längeren Kurs. Es gibt ein konkretes, kontroverses Thema, das diskutiert wird. Wir nehmen die Themen wirklich sehr ernst. Deswegen orientieren wir uns an den Prüfungsthemen der verschiedenen B2- und C1-Prüfungen. Das heißt, es geht um Umwelt, es geht um Wirtschaft, es geht um Familie, es geht um Bildung, es geht um Beziehungen, es geht um Berufe und so weiter. Ganz, ganz verschiedene Themen, die eben auch prüfungsrelevant sind. Aber das Wichtigste, was man dort üben kann, ist das Diskutieren. Denn jemand, der bestimmte Ausdrücke beherrscht, die beim Diskutieren wichtig sind, zum Beispiel jemand, der seine Meinung vertreten kann, jemand, der auf etwas reagieren kann, was der andere sagt, der ist natürlich für die Prüfung gut vorbereitet, auch dann, wenn das Thema vielleicht etwas schwieriger ist oder wenn du merkst, oha, für dieses Thema habe ich mich eigentlich nicht vorbereitet, aber mal schauen, was ich vielleicht trotzdem zustande bringe in der Prüfung. So. Das ist auch tatsächlich das Ende der Werbung. Wenn ihr Interesse habt, ich lasse unter dem Video und im ersten Kommentar einen Link auf die Landingpage, auf die Verkaufsseite von unseren Konversationen. Ihr kauft immer Pakete von 4 Stunden, das heißt 4 verschiedene Themen mit einem Lehrer. Ihr könnt aber auch 2 oder 3 Pakete wählen, je nachdem, welche Uhrzeit für euch passt oder welcher Lehrer, Lehrerinnen sind es in dem Fall, welche Lehrerin euch zusagt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, euch bei uns zu sehen, aber ich verstehe auch, wenn ihr sagt, Maria, jetzt erzähl bitte, wie kann man sprechen kostenlos üben, beziehungsweise ohne Lehrer, ohne Kurs und so weiter. So, das kann man natürlich machen. Das Wichtigste ist Folgendes. Du bereitest dich auf eine Situation vor, wenn du entweder diskutieren musst, also mit einer anderen Person interagieren und ihr tauscht Meinungen aus, du musst auf etwas reagieren, was dein Gesprächspartner sagt und so weiter. Das ist einerseits schwierig, weil du ja nicht weißt, was der andere sagt. Also du kannst nur deinen Teil der Diskussion vorbereiten und dann
wartest du, was der andere sagt und hoffst, dass der andere zum Beispiel gut genug spricht, dass seine Aussprache oder ihre Aussprache deutlich genug ist und du sie oder ihn gut verstehst und so weiter und so fort. Es gibt viele Faktoren, die das wirklich schwieriger machen. Ich behaupte, dass es völlig unwichtig ist, wer dein Gesprächspartner in der Prüfung ist, wenn du dich nach meiner Methode vorbereitest. Also, Punkt Nummer 1. Das Thema ist weniger wichtig als deine Fähigkeit, deine Meinung und deine Gedanken zu formulieren. Was möchte ich damit sagen? Es gibt ganz viele verschiedene Themen bei den Prüfungen, wie im Leben auch. Zum Beispiel, es gibt Umweltschutz. Du musst über ein Thema, das mit Umweltschutz zu tun hat, diskutieren. So, es geht zum Beispiel darum, dass die Plastiktüten, wie ihr ja wisst, inzwischen gar nicht mehr in deutschen Geschäften einfach so kostenlos verteilt werden. Und es gibt immer weniger. Und ich weiß nicht, ob es überhaupt noch welche gibt, aber es gibt immer weniger Müll. Also es gibt immer weniger Plastikmüll in dieser Hinsicht. Jetzt könntest du dir denken, ja, Umweltschutz, also ich brauche so viel Fachwortschatz und bestimmte Begriffe, die ich in diesem Kontext benutzen kann. Natürlich brauchst du ein paar Basisbegriffe, aber diese findest du in 2, 3 YouTube-Videos, die du zu diesem Thema anschaust. Du schaust dir ein Video von Greta Thunberg an und vielleicht noch ein paar Tipps, wie kann man die Umwelt schonen und so weiter. Da hast du die Basics schon drin. Du musst jetzt nicht unbedingt Umweltschutz studieren, um dieses Thema in der Prüfung zu diskutieren. Aber was super, super wichtig ist, aus meiner Perspektive, ist, dass du differenziert über deine Meinung und deine Ansichten und deine Weltanschauung sprechen kannst. Denn unabhängig vom Thema ist es relevant, egal ob du über Umweltschutz oder Berufswahl oder Gleichberechtigung oder Familie oder sonst was sprichst, deine Meinung musst du immer ausdrücken. Das heißt, egal um welches Thema es geht, musst du solche Sätze sagen wie: Meiner Meinung nach spielt dieses Thema eine große Rolle. Meiner Meinung nach gab es eine wichtige Entwicklung in den letzten 10 Jahren. Meiner Meinung nach, oder man kann natürlich auch andere Redewendungen benutzen als meine Meinung nach, meiner Meinung nach. Also, es geht darum, dass du immer die gleichen Instrumente benutzt sozusagen. Also, du formulierst deine eigene Meinung. Du kannst ein Problem ansprechen, du kannst eine Lösung ansprechen. Und hier ganz wichtig, du kannst auch Probleme und Lösungen ansprechen, die du gar nicht kennst und gar nicht hast. Also man kann über ein beliebiges Thema sagen, dass dieses Thema durchaus Probleme für die Gesellschaft bedeutet, für die moderne Gesellschaft oder für die Gesellschaft von vor 30 Jahren. Du kannst zu jedem Thema einen Vergleich zwischen früher und heute machen. Du kannst sagen, ja, früher war das Thema Umweltschutz zum Beispiel den Bürgern noch gar nicht bewusst. Wir haben uns überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt und nach kam es dann zu einer Erkenntnis, dass wir etwas tun müssen, sonst brauchen wir einen neuen Planeten, den wir im Moment noch nicht haben, also wird es ein bisschen problematisch. So, also, Problem haben wir schon mal. Wir können über hypothetische Lösungen sprechen. Wir können das aber auch so formulieren, dass wir sagen, es muss dringend nach einer Lösung gesucht werden. Es kann nur dann funktionieren, wenn möglichst viele Menschen auf unserem Planeten mitmachen, es sich bewusst machen, wie wichtig der Umweltschutz ist und so weiter. Diese Formel funktioniert mit jedem Thema. Du kannst über Probleme und Lösungen im Bereich Gleichberechtigung sprechen oder Rechte von Kindern und Jugendlichen oder Tierschutz oder Berufsorientierung und so weiter und so fort. Also, wenn du dich auf möglichst viele neutrale Sätze einstellst, also, das war nicht gut formuliert, wenn du möglichst viele
universelle Sätze vorbereitest, universell ist das Wort, nach dem ich gesucht habe, dann kommst du in die Prüfung und du kannst über jedes Thema sprechen, weil du einfach überlegst, okay, mein Gesprächspartner hat jetzt ein Problem angesprochen, okay, dann schlage ich eine Lösung vor oder ich sage, es wurde bis jetzt noch keine Lösung gefunden, aber an diversen Forschungsinstituten wird nach einer Lösung gesucht. Stimmt das? Bestimmt. Kannst du ein bestimmtes Forschungsinstitut nennen, wo das passiert? Nein, aber das musst du auch nicht. Und so weiter. Dann bringt dein Gesprächspartner ein Beispiel aus der Vergangenheit und du sprichst über die mögliche Zukunft. Du sprichst darüber, wie wichtig es ist, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, in welcher Welt unsere Kinder leben werden. Solche Sätze funktionieren fast bei jedem Thema. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also, ich schlage vor, du versuchst bei der nächsten Diskussion oder nächstes Mal, wenn du mit einem Partner übst, für die Prüfung oder allgemein, versuch an diese Dinge zu denken. Das sind nur 4 Ideen. Es gibt natürlich noch mehr Tipps, die ich dir geben kann, aber ich will jetzt nicht alle Tipps in einem Video erzählen. Also, egal welches Thema ihr besprecht, denk an Probleme, an Lösungen oder mögliche Lösungen oder Lösungsvorschläge. Denk an den Vergleich zwischen heute und früher und denk an mögliche Zukunftsperspektiven oder wie du dir die Zukunft für dieses bestimmte Thema vorstellst. Bei der Vergangenheit ist das Tolle und ich liebe Vergleiche zwischen Vergangenheit und heute, weil es sehr viele verschiedene Vergangenheiten gibt. Du kannst über die Zeit sprechen, als deine Eltern jung waren oder klein waren. Du kannst aber auch über das Mittelalter sprechen. Du kannst über die Steinzeit sprechen. Du kannst über das alte Rom oder das alte Griechenland sprechen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und vielleicht noch Tipp Nummer 5. Habe keine Angst vor verrückten Lösungsvorschlägen. Also, du kannst eine Idee aussprechen, die vielleicht überhaupt nicht berechtigt ist und vielleicht wird sie nie umgesetzt. Aber du kannst sagen, es wäre schön, wenn die Wissenschaftler in irgendeinem Forschungsinstitut sich das und das und das überlegen würden. Es wäre toll, wenn es eine Lösung gäbe. Das ist auch ein wunderbares Beispiel, wie man Konjunktiv 2 benutzen kann in der Prüfung. Und es ist schön, wenn du Konjunktiv 2 benutzen kannst. Damit demonstrierst du, dass du dieses Grammatikthema beherrschst. Also, du kannst sagen, okay, Tipp Nummer 6, dann werden es doch 6 Tipps. Also, verrückte Lösungen. Du bist nicht der Bürgermeister von irgendeiner Stadt. Du bist nicht der Präsident von irgendeinem Land. Du musst keine Lösungen vorschlagen, die auch wirklich umgesetzt werden können. Vielleicht beruhigt es dich ein bisschen. Du kannst in der Prüfung einfach, das umgangssprachliche Wort ist spinnen. Du kannst einfach Blödsinn, also gut formulierten Blödsinn erzählen und sagen, es wäre schön, wenn die Lösung so und so wäre. Du kannst auch sagen, es wäre schön, wenn unser Planet sich von selbst regenerieren würde und wir keinen Umweltschutz bräuchten. Es ist eine mögliche Lösung des Problems. Sehr wahrscheinlich ist sie nicht. Aber bedenke bitte, für diese Prüfung musst du nachweisen oder demonstrieren, dass du gut sprechen kannst. Ob du jetzt sinnvolle Lösungen für das Umweltschutzproblem anbieten kannst oder nicht, das ist ein komplett anderes Thema. Wenn du dich irgendwann mal um den Posten vom, deutschen Umweltminister oder Ministerin bewirbst, da geht es darum, dass du wirklich Lösungen mit Hand und Fuß hast. Aber hier geht es darum, dass du möglichst differenziert, möglichst interessant über dieses Thema sprichst. Der letzte Punkt, Nummer 6, ist folgendes. Du könntest auf etwas zurückgreifen, was du gehört, gesehen, gelesen, geträumt hast. Und hier hast du so viele Möglichkeiten, wie du Erinnerungen hast.
Ich erinnere mich an eine Serie, in der dieses Problem so und so gelöst wurde. Ich erinnere mich an ein Kinderbuch, das ich mal für meine Tochter gekauft habe. Und da wurde dieses Problem folgendermaßen gelöst. Ich erinnere mich an einen Hollywood-Blockbuster. Da wurde dieses Problem so und so gelöst oder nicht gelöst. Oder es wurde versucht, das Problem zu lösen und so weiter. Erstens, niemand kann überprüfen, ob du es tatsächlich gelesen, gehört, gesehen hast. Zweitens, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Nutze sie auf jeden Fall. Natürlich kannst du auch auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen. Du kannst solche Sachen sagen wie, ich habe neulich eine Sendung im Fernsehen angeschaut und es ging um eine Debatte zwischen drei Politikern und das ist, was ich zu diesem Thema gehört habe. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob du diese Sendung tatsächlich angeschaut hast. Aber es ist eine angenehme Abwechslung im Vergleich zu Sätzen wie ich glaube, ich denke, meiner Meinung nach und dann wieder ich glaube, ich denke und meiner Meinung nach. Im Prinzip benutzt du denselben Gedanken, nur du variierst und du benutzt solche Einleitungen wie letztens habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen, da ging es um vor 2 Wochen war ich bei einer Konferenz und da hat ein Sprecher über dieses oder jenes Thema referiert. Das bringt Abwechslung. Sagt bitte nicht immer, ich denke, ich denke, ich denke. Benutzt unterschiedliche Quellen, aus denen ihr Informationen holen konntet. Also, jetzt versuche ich mich nochmal dran zu erinnern, welche Punkte ich euch aufgelistet habe. Ihr sprecht über Probleme und Lösungen. Ich weiß nicht, warum ich mit Daumen zähle. Also, Punkt 1, Problem. Punkt 2, Lösung oder mögliche Lösung. Punkt 3, Vergleich mit der Vergangenheit. Also Vergangenheit und Gegenwart. Was hat sich verändert? Was war früher anders? Vor 10, 20, 50, 500 Jahren. Funktioniert immer. Wir sind alle unterschiedlich fit in Geschichte. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht fit, aber jeder erinnert sich an irgendwas aus dem Geschichtsunterricht in der Schule, hoffe ich. So, Zukunftsperspektiven oder irgendwelche völlig verrückten Lösungen, die du aus einer Sci-Fi-Serie hast oder eine Lösung, die dir im Traum eingefallen ist, sie müssen nicht realistisch sein. Du sprichst nicht bei einem wissenschaftlichen Kongress. Okay? So, du verweist auf etwas, was du gehört, gesehen oder gelesen hast. Das müssten ungefähr 5 Punkte sein. Und der 6. fällt mir nicht ein, aber wenn du das Video nochmal anschaust, dann hörst du es bestimmt. Okay. So, ich hoffe, ich habe meine Strategie deutlich genug erklärt. Also, lernt nicht in erster Linie diesen Wortschatz für die verschiedenen Themen. Lernt Basics, Umweltschutz, Technik, vielleicht Medizin oder Gesundheit und so weiter. Also, die Listen von möglichen Themen, die in der Prüfung kommen könnten, gibt es massenweise. Du machst einfach ein Lehrbuch auf für B2 oder für C1, völlig egal von welchem Verlag. Nimm ein Buch vom Praxisverlag, nimm ein Buch vom Buchsbaum Verlag zum Beispiel. Und du siehst verschiedene Themen, die in der Prüfung kommen könnten, plus, minus. So, und jetzt sorge dafür, dass du zu jedem dieser Themen ein paar Fachbegriffe hast, so wie zum Beispiel Umweltschutz oder so. Aber achte darauf, dass du das Thema nicht studierst. Du musst keine Doktorarbeit zu diesem Thema schreiben. Du musst ein paar Wörter benutzen können, die zu diesem Thema passen. Und diese findest du, wenn du das Thema bei YouTube eingibst und dazu schreibst, einfach erklärt oder für Kinder erklärt. Und schon hast du die wichtigsten, sagen wir mal, 10 bis 20 Begriffe. Weil du kannst nicht den ganzen Wortschatz für jedes Thema lernen, das ist nicht der Sinn der Sache. Aber worauf du wirklich, wirklich achten solltest, und das übst du bitte mit deinen Lernpartnern, oder falls du einen Lehrer hast, oder falls du in einem Kurs bist,
übe bitte diese universellen Ausdrücke, universellen Aussagen, die man für jedes Thema benutzen kann. Problem, Lösung, Zukunft, Vergangenheit, Vergleich zwischen den verschiedenen Dingen. Es gibt noch ein paar Ideen, aber die möchte ich mir für ein nächstes Video aufheben. Ich hoffe, es ist soweit hilfreich und du hast ein paar Impulse bekommen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich bin aber nicht sicher, ob ich die richtigen Materialien zu jedem Thema auswähle und ob ich mich alleine gut genug vorbereiten kann, dann komm gerne zu uns in die Konversationskurse und übe das mit uns. Aber wie gesagt, es ist absolut möglich, es alleine zu üben. Diskussion solltest du natürlich nicht alleine üben, weil du schlecht mit dir selbst diskutieren kannst. Übe das bitte mit anderen Menschen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video und ich drücke dir die Daumen für deine Prüfung. Und wenn du Fragen hast, dann stell sie gerne in die Kommentare unter dieses Video. So, an dieser Stelle wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Oder wenn es kein Wochenende ist und wenn du das Video später anschaust, dann wünsche ich dir einfach einen tollen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich glaube, ich habe heute viel zu schnell gesprochen. Falls das zu schnell war, schreib bitte in die Kommentare. Dann bemühe ich mich, langsamer zu sprechen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.